Willkommen in meiner Buchgalaxie und heute tauchen wir ein in die Galaxie und im Universum von Terry Terry und zwar Dark Blue Rising, eine Trilogie, so rum, und zwar Umweltschutzthematik ist hier drin, eine Jugendbuchreihe, die, sagen wir mal, so einiges in sich hat, ja. Und zwar ist das abgeschlossen, also es gibt wirklich nur 3 Bände und in diesem schönen Hardcover. Ich finde die Covers auch richtig schön und dass die so schöne Farben haben. Eigentlich immer die gleiche Dame, aber ein paar kleine Sachen kann man sehen und Zeichen auch eins. Band 1 ist eben Dark Blue Rising und wir haben hier Tabby, die, ja, sagen wir mal, sich mit ihrer Mutter vor allen möglichen Leuten versteckt. Beziehungsweise vor dem, wie nennt sie das wieder? Vor dem Kreis, genau. Am Anfang denkt man sich so, ach ja, die Mutter ist so eine von diesen, ja, Verschwörungstheoretikern und sowas. Und beide sind sehr umweltbewusst und... Ja, dann passiert es aber so, dass sie sich verletzt und im Krankenhaus herauskommt, dass ihre Mutter erstens verhaftet wird und dann, dass es nicht ihre Mutter ist. Und sie warnt sie halt immer vor dem Kreis und für Tabby ändert sich daraufhin alles. Ihre ganze Welt wird erschüttert und ja, somit muss sie sich jetzt plötzlich in einer für sie unbekannte Welt zurechtfinden. Während sie halt so, sagen wir, auch die Wahrheit entschlüsselt über ihre Vergangenheit, entdeckt sie Geheimnisse, entdeckt sie, dass sie ein Teil einer viel größeren Geschichte ist. Wir sind immer dabei. Also wir merken auch, dass sie eine gewisse Verbindung zum Meer hat und sie, ja... Vielleicht auch, während sie eben diese Geheimnisse und ihre Vergangenheit erforscht. Ja, man in Band 1 und 2 sehr viele Twists hat, sehr viele Wendungen, sehr viele, wie ich schon öfters gesagt habe, Geheimnisse. Es wird hier, vor allem in Band 3 merkt man das, also in Black Knight Falling kommt auch so ein bisschen mehr die Mythologie mit rein. Sonst ist eher hier die Ökonomie, die Umweltschutz, ein bisschen auch Terrorismus und die Spannung in diesen beiden Bänden. Und ja, vor allem in Band 1 ist es sehr realistisch, da hat man fast keine Fantasy-Elemente mit drinnen. Da ist es alles sehr mysteriös gehalten. Man denkt hier noch eher an, sagen wir mal, Genforschung und sowas. Also das ist mehr so in diese Richtung. Das zentrale Thema aber in allen 3 Bänden ist der Umweltschutz. Also es tauchen hier halt so Gruppierungen auf, die eben die Welt dazu animieren will, bewusster mit den Ressourcen umzugehen, mehr auf das Meer vor allem zu achten und die sehr weit dafür gehen. Band 1 haben wir vor allem Tabby im Vordergrund. Band 2 kommen dann schon ein paar andere Charaktere mit rein, die, sagen wir mal, die andere Sichtweise. Ich sag mal so, hier übernimmt Tabby dann schon mehr die Fantasy-Richtung oder dieses ja, Mythologische, was man dann, ja, das passt das perfekt, weil man kann man sich sehr viel drunter vorstellen und ich verrate nicht zu viel. Quält mal. Aber trotzdem gleich Hightech, also das war so richtig coole Mischung. Dann haben wir aber, und ich verrate nicht, wer das ist, die anderen Sichtweisen, die mehr für den Umweltschutz oder für, ja, man kann eigentlich schon sagen, Politik
das geht hier, das eine und ohne das andere geht, funktioniert einfach nicht. Man merkt es hier drin sehr schnell, wie viel Verschwörung, wie viele Geheimnisse, wer alles dahinter steckt. Bei manchen Sachen denkt man, man wüsste, wer das ist. Dann stellt man wieder fest, man hat überhaupt gar keine Ahnung. Und man wird hier so reingezogen. Wirklich, ist ein Thriller. Spannung pur, fand ich. Und dann kommen wir zu Band 3. Ich verstehe die kritischen Stimmen, weil Band 3 ist abgedreht. Hier übernimmt der Fantasy-Aspekt sehr viel. Also ich muss immer sagen, es ist abgespaced. Einerseits gefällt es mir total, weil es so überhaupt nicht ersichtlich war, dass es in diese Richtung geht. Gleichzeitig verstehe ich es, weil Band 1 und 2 hat einen gefesselt, allein nur fast ohne Fantasy-Anteil. Ich sage ja fast. Es gibt in Band 2 ja ein bisschen mehr. Aber hier hat man sehr viel davon und das hat man nicht erwartet. Also das war so, hä? Und sagen wir, da auch gewisse Personen und Charaktere hier eine Show abziehen hier und eine Richtung vorschlagen, wo man sich denkt so, what? Hallo? Wer bist du? Und was hast du vor? Und was hast du mit der anderen gemacht? Also so ungefähr. Trotzdem verliert es das Thema Umweltschutz und Umweltpolitik und Umweltterrorismus nicht aus den Augen. Hier drin bin ich sehr viel emotional geworden, weil hier einiges passiert, weil hier einiges aufeinander trifft. Viel passiert, viele Intrigen, viele Twists. Ich verstehe die negativen Kritiken darüber, weil es wirklich abgedreht ist. Ja. Manchmal denkt man sich, ob man noch auf dem Planeten ist. Ja, das Ende fand ich auch schön. Und was man hier auch sagen muss, man hat eine kleine Love Story hier mit drinnen, aber die ist nicht das Zentrum. Also das ist mehr wirklich, huch, wenn sie herausfindet, huch, was ist mit meiner Vergangenheit? Sie macht sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit und wir begleiten sie auf der Suche nach ihrer Vergangenheit in zwei weiteren Bänden, die zu etwas führen, was man so nicht erwartet hätte. Und das ist wirklich toll. Also muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und hat halt wirklich mich sehr viel zum Nachdenken gebracht, gleichzeitig. Vor allem bei gewissen Szenen in Band 3, weil da kommt, sagen wir mal, ein gewisses Thema auch mit dazu, was ich auch teilweise zu tun habe, weil ich bin ja Creator, ich bin Influencer und das kommt hier auch kurz mit vor, ist ein Thema hier. Und das war schon sehr interessant und hat gleichzeitig mich sehr zum Nachdenken gebracht über gewisse Sachen. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich jemand, der sagt, vor allem wenn es um Umweltschutz oder so geht, ich mache das in meinen, sagen wir mal so, wie man immer früher sagte, fang erst mal an, vor deiner eigenen Haustür zu kehren, bevor du anderen irgendwas vorschreiben willst. Und dann denke ich mir, mache ich so. Ich fange immer bei mir an. Ja, ich mache meinen. Ich habe ja schon öfters mal ein paar Videos darüber gemacht. Könnt ihr gerne ein paar ältere Videos anschauen. Ich bin da gerne auch dabei und mache auch viel. Wie zum Beispiel mein Balkon ist immer zu halb mit Blumen sammeln und ich mag keine Bienen und Wespen, aber ich verstehe, warum sie fürs Ökosystem wichtig sind und will trotzdem auf meinen Balkon setzen. Deswegen habe ich dieses Jahr mein Upgrade gegeben, meinen Balkon zum Beispiel, wo ich mich trotz meiner
Zucht von Blumen draußen hinsetzen kann. Ja. Und es sind halt solche Sachen, was einen dazu irgendwie ein bisschen auch animiert, drüber nachzudenken, über gewisse Sachen. Also das fand ich schon. Trotz, dass es hier abgespaced ist, hat das Buch tatsächlich eher mich dazu animiert, ein bisschen mehr über mein Kaufverhalten nachzudenken. Um das mal so auszudrücken. Ja. Genau. Das war jetzt meine Vorstellung von Dark Blue Rising. Ich will schon wieder Black sagen. Von Terry Terry. Genau. Schreibt mir doch gerne mal unten rein, habt ihr die Reihe schon gelesen, falls ihr Band 3 auch so abgespaced fandet oder ob ihr gesagt habt, nö, das hat mich nicht wirklich interessiert. Würde mich gerne interessieren. Falls ihr keins dieser Videos verpassen wollt, gerne den Abonnieren-Button drücken, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!